Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Die Sims 3, die Farmies. Ja, meine Lieben, Maggie ist frisch verlobt. Was sagt man denn dazu? Wer hätte das von euch gedacht, dass sie sich so schnell verloben würde? Ich denke, das hätte sich niemand gedacht. Ja, ich lege die Gute jetzt erstmal ins Bett, denn die ist nach diesem Date-Tag ziemlich fertig. Ihr habt ja, denke ich, das Video gesehen namens Maggies Weihnachtsmärchen. Und ja, da dieses Video ja nur 5 Minuten lang war ungefähr, habe ich mir gedacht, mache ich jetzt noch einen Part, den ich hinterher werfe. Und dementsprechend weiß ich leider noch nicht, wie ihr auf dieses 5-Minuten-Video reagiert habt. Aber ich hoffe einfach mal, dass euch das Video gefallen hat. So, wir haben auch schon wieder Kohle bekommen und ich kann euch auch genau sagen, oh, sie wurde befördert, sehr schön. Ach nee, das war gerade das, das verkauft wurde. Ja toll, jetzt wollte ich euch genau sagen, warum wir Kohle gekriegt haben. Jetzt habe ich es weggeklickt. Also wir wurden befördert, ja, und wir haben Kohle gekriegt, weil wir so viel verkauft haben in diesem Dingens-Center. Nein, du bist jetzt nicht älter, oder? Ich habe noch keine Geburtstagsparty für dich machen können. Nein. Nein, du wirst jetzt nicht... Nein, Marc, das darfst du nicht. Du darfst jetzt nicht... Marc hat Geburtstag. Oh nein. Keine Geburtstagsfeier für Marc. Oh, es tut mir so leid. Okay, das Krabbeln und auf den Hintern fallen liegen. Und hinter Marc, er ist endlich ein Kind. Zwar hat er jede Menge Arbeit und vor allem haufenweise Hausaufgaben vor sich, aber wenn Marc sich anstrengt und in der Schule schön fleißig ist, wird es das Leben schon gut mit ihm meinen. Da du bei der Erziehung Höchstleistung vollbracht hast, darfst du nun wählen, welches Merkmal Marc entwickeln soll. Oh, der ist ganz schön pummelig, so wie ich das gerade gesehen habe. Okay, wir machen aus ihm, er ist eine Schlafmütze? Ach du meine Güte, eine Schlafmütze und ein Virtuose. Dann sollte er vielleicht wenigstens etwas von Maggie haben, finde ich. Ja, ich glaube, ich gebe ihm Katzenfreund. Also... Er ist ein Katzenfreund. So. Und er ist ein Pummelchen. Zumindest sieht er aus wie ein Pummelchen. Uiuiui, da muss aber jetzt viel spielen gehen. Oh, wir müssen auch noch viel bauen. Erstens brauchen wir jetzt natürlich auch noch ein Kinderzimmer für den Marc. Und zweitens brauchen wir dann auch für draußen so ein paar Spielgeräte, dass die irgendwo spielen können. Jetzt machen wir aber erstmal hier die Kinderzimmer weiter. Denn ein bisschen Geld haben wir ja inzwischen wieder. So, ich brauche ein Bettchen. Tierfreunde-Bett für Jungs. Oh. Oh, komm, dann kriegt ihr... Oh, mit Pinguine. Oh, es ist voll knuffig mit Pinguine. Oh, ich will auch ein Bett mit Pinguinen haben. Ja, und er kriegt hier so eine Kommode mit so Löwen drauf. Ja, Mami, ich will aber keine Löwen haben. Egal, nimm die Löwen. Oder hier mit so Pinguinen drauf. Oh, Pinguine. Ich liebe das Bett. Ich liebe die Pinguine. Ich finde es super. So, ich brauche noch eine Kiste. Am besten eine mit Pinguinen. Das wäre so cool. Ja, ich glaube, das wird schwierig. Aber ich meine, es gäbe da eine. Na, vielleicht auch nicht. müssen wir mal gucken. Was haben wir denn hier für eine? Eine blaue Spielzeugkiste. Ja, da gibt es nur Panda und Koala. Und hier gibt es auch keine Pinguine, ne? Nee. Nur den Affen. Die Spieluhr mit dem Gartenzwerg. Das hier ist auch eine Spielzeugkiste, aber die wollen wir nicht. Das wäre auch eine Spielzeugkiste. Nee, ich glaube, dann nehme ich einfach hier diese einfache blaue Kiste. Die stellen wir... Nee, die bleibt so da stehen. So, sie hat dann da noch ein Puppenhaus. Das braucht er ja nun eigentlich nicht, ne? Also ein Puppenhaus braucht er nicht wirklich. Wir könnten ihm noch hier so ein Auto dahinstellen. So, noch ein Auto. Hier noch so ein Hai. Fisch. So, und dann brauchen wir
Was brauchen wir noch? Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Bücherregal für die Kinder. Ich gucke jetzt mal, ob ich ein Bücherregal irgendwo finde. Wo finde ich denn ein Bücherregal? Hier sind Schränke, hier gibt es bestimmt Bücher. Bücherregal. Das ist voll süß. Guck mal, das passt so hier so rein, so. Das könnte auch hier so gut reinpassen, aber ich weiß nicht, ob die da noch ins Bett gehen können. Deswegen stelle ich das lieber hier so hin. Ich finde das so cool. Jetzt haben wir hier ein blaues. Nö, ich will was Kindisches haben. Was Riesiges. Nein, was Riesiges wollen wir nicht. Was Kindisches, Kleines. Ein kindisches, kleines Etwas. Das wäre auch was für Kinder. Gibt es das in verschiedenen Ausführungen? Ach, guck mal, da ist sogar so eine Schneeflocke drauf. Eigentlich wäre das wieder ganz super für sein Zimmer. Obwohl der Blauton anders ist, ne? Na, ich könnte das jetzt natürlich auch umstylen, denn das ist alles perfekt passend farblich angepasst. Aber da habe ich ehrlich gesagt gar keine Lust drauf. Ach ja, so bin ich. Was haben wir denn noch zum Spielen? Das kann doch nicht alles gewesen sein, oder? Tischtennisplatte. Ja, klar. Uiuiui. Oh, hier, wir stellen ihm hier so eine Ameisenfarm hin. Kann er sich immer angucken? Nee, vielleicht doch nicht. Okay, ein Schreibtisch wäre noch cool für Hausaufgaben. Mal gucken, Schreibtische. Schreibtisch mit dem Pinguin. Gibt's nicht. Dann kriegt er halt hier jetzt einen Eisbären. Oder haben wir noch andere Schreibtische? Ich gucke schon. Prinzessinnen-Schreibtisch. Der Prinzessinnen-Schreibtisch Deluxe. Okay, nee, dann bleiben wir hier bei dem... bei diesem Schreibtisch. So. Das ist der Schreibtisch. Unsere süße kleine Mausebäckchen hier kriegt auch ein. Die kriegt den Prinzessinnen-Schreibtisch, oder? Komm, ist doch egal, oder? Oder haben wir hier einen mit so einem Bärchen drauf? Also, aber der ist dann gelb. Ha. Oder wartet, ich glaube, ich muss den hier. Den mache ich einfach weiß. Weiß, weiß, weiß. Ich weiß leider nicht mehr die Zahlen für weiß. Wartet mal. Das da ist ja weiß. Dann mache ich das jetzt einfach so. Zack. Und dann hier. Jetzt bin ich ja doch am Umstylen. So und so. Und fertig. Ja, so geht das doch schon wieder. Ich könnte natürlich jetzt auch noch hier diese Blümchen rosa machen. Muss ich mal gucken. Dieses rosa. Wir gucken gerade mal. Ich gucke mal gerade. Ich könnte dann eher das hier vielleicht rosa machen. Genau. Ja, und die Blumen an sich kann ich gar nicht rosa machen anscheinend. Dementsprechend so ist das doch dann vollkommen okay. Denke ich. So, den Schrank mache ich jetzt noch blau. In diesem wunderbaren Himmels- oder Eisblau. Oder whatever das ist. Da machen wir den Schrank jetzt mit. Dann sieht das total cool aus. So, die Füße nicht vergessen. Perfekt. Perfekt. Sehr schön. So, wir haben einen Schreibtisch. Wir brauchen noch einen Stuhl. Ja, Kamera, Kamera, bleib sitzen. Guck mal, da sitzt unser Verlobter in der Badewanne. Ey, der fühlt sich hier schon wie zu Hause. Dabei wohnt er noch nicht mal hier. Esszimmerstühle. Nee, ich wollte jetzt einen Schreibtischstuhl haben. Ich guck mal eben beim Büro. Da, Schreibtischstühle. Da gibt's bestimmt was Schönes. Die Bärenkollektion hier. Einfach so ein Panda-Stühlchen.
Gibt's auch den Prinzessinnenstuhl oder so? Hier ist eine Ente. Also, Tiere sind genug da, ne? Hier haben wir auch noch den Frosch. Ach, guck mal, hier ist dieses Bärchen dabei. Da nehme ich doch lieber den da und schmeiß den da wieder weg. Sehr schön. So, aber so einen Prinzessinnenstuhl für diesen Tisch gibt es anscheinend nicht. Oder ich bin blind und sehe nicht. Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, da ist wirklich kein Stuhl dabei. Dann gebe ich ihr jetzt einfach diesen Panda-Stuhl. Oder? Nee, sie hat einen Koala. Sie hat einen Koala. Dann kriegt sie einen Koala. Tada! So, ein Koala. Jetzt brauchen wir noch Deko. Deko, Deko, Deko. Was haben wir denn da? Das große Vierlefanz-Ding. Aber da ist nur so Deko drauf, das haben doch keine Kinder. Kinder haben doch nicht solche Deko. Oh, hier, das finde ich voll cool. Das kommt dahin. Und er kriegt auch eins. Den Frosch. Oder nee, hier, Jutta. Komm, er kriegt Jutta. Jutta. Was haben wir denn hier sonst noch so? Uiuiuiui, hier, das könnte er sich hier so draufstellen. Boah, Feuerwehrmann, ey. Der will mal Feuerwehrmann werden, ganz bestimmt. Ein Äffchen. Das müsste es mit Koalern geben, ey. Das wäre voll cool. Aber so ein paar Sachen muss ich den Kids ja hier wirklich so hinhängen. Damit die Wände nicht so leer sind. Das wäre ja voll schade. Oh, hier, unsere Kleine kriegt noch hier so eine pinke Lichterkette dran. Warum nicht? Warum nicht? Oh, ja gut, dann hier so. Genau, so an die Fenster. Zack. Cool, gibt es die Lichterkette auch noch in Blau? Dann kriegt unser Marc die auch noch. Mal gucken. Natürlich nicht, aber im Bund. Ja, dann kriegt er sie halt im Bund. Macht ja nichts. So, was kriegt sie denn jetzt da drauf gestellt? Nee, das sind eher so Jungenzeugs, ne? Die brauchen ein paar Puppen oder sowas. Ich will ein paar Puppen. Hier, so eine Meerjungfrau zum Beispiel. Finde ich gut. So, was ist das? Das ist ja knuffig. Oh, das will ich haben. Das gibt es aber in keinen anderen Farben. Aber das ist egal. Das hängen wir trotzdem jetzt irgendwo hin. Da geht's nicht. Da, wo das Bett ist, kann man nichts mehr hinhängen anscheinend. Dann muss das hier so hängen. Juhu. Das sieht voll süß aus. So. Bilder bräuchten wir eigentlich noch, ne? Was haben wir denn da? Was ist denn das? Ach, das ist so ein kleines Bild zum Hinstellen. Ach, wie süß. Aber das brauchen wir dann vielleicht doch nicht. Und was ist das? Ach, wie süß. Das ist die Meine Häschen-Sammlung. Das brauchen wir auch. Meine Häschen-Sammlung brauchen wir. Gibt es das in verschiedenen Farben? Ja, sind aber trotzdem dann Häschen drin. Ich glaube nicht, dass unser süßer Häschen sammelt. Aber Moment mal eben, ich muss mal eben hier gucken, dass ich das hier so ein bisschen, das hätte ich gerne so beim Tisch, das ist cool. So, was haben wir denn noch? Jetzt wird der Part ganz schön lang wahrscheinlich. Oh, hier die Gothic Braut. Die brauchen wir auf jeden Fall. Die muss einfach da stehen. So, was haben wir noch hier? Die Schnubbelente. Die kommt auch noch da so hin. Und er hier, Jeffrey, kommt dann da so hin. Oh, ich finde den so knuffig. Und du kriegst noch den Plüschdrachen so dahin. Ja, das wird ein tolles Zimmerchen. Jetzt noch hier ein paar Schmetterlinge, aber andere Farbe. Sehr cool. Na, hier doch geht. Sehr cool. Oh, ich freue mich gerade so, dass ich das Zimmer so schön gestalten kann.
Ups. Oh Gott, ich habe gar nicht mehr aufs Geld geachtet. Egal, das Wichtigste ist drin. Ui, da ist es vorbei mit dem Gestalten, mit dem schönen Gestalten. Aber guck mal, ich finde, das Zimmer sieht bisher echt schön aus. Schön. So. Ja, Mensch, Maggie ist verlobt. Wer hätte das gedacht? Jill ist nicht verlobt. Die ist am Kochen. Sarah ist am Pennen. Und er freut sich hier gerade über sein Zimmer. Ach, ich wollte eigentlich noch Spielzeug und sowas aufbauen. Naja, gut, okay. Das können wir dann jetzt im Moment nicht machen. Aber du gehst jetzt auch mal bitte schlafen. Falls du nämlich, also wenn du nämlich dann da zur Schule musst und so. So. Du musst Harndrang, du musst pieseln. Wieso rennst du überhaupt da hinten rum? Hast du dich verlaufen? Die Tür abgeschlossen oder so? Hast du deinen Ball da hinten hingekickt? So, dann kannst du nämlich hier auch noch was essen. Was zum Kuckuck ist das denn? Hallo? Was bist du? Ja, ein Pony. Ein Zwergenpony-Ding. Gott. Na gut, lass mir ihn da stehen. Ich stelle ihn ja wieder dahin. Mensch, mit dem Wind um die Wette. So, jetzt geht's unserer Xumia auch schon wieder besser. Unserer Kleinen geht's auch ganz gut. Die wird jetzt nochmal gesäugt. Unser Mark ist im Bett und unsere Sarah. Sarah ist schon wieder wach. Wieso bist du denn schon wieder wach, Sarah? Hast du Hunger? Guck mal, da ist was zum Essen. So, das haben wir auch bezahlt. Du hast nicht genügend Simoleons, um den Handwerker zu bezahlen. Ach du Shit! Und jetzt? Was mache ich jetzt? Nimmt ihr mir jetzt irgendwas weg? Ja, wehe, du klaust mir eins meiner Pferde. Du kannst ein paar Eier haben. Oh Gott, hat er jetzt umsonst gearbeitet bei mir, weil ich nicht genug Geld hatte? Oder klaut er mir jetzt die Kühe? Oh hey, ich krieg 50 Simoleons von dir. Du hast nur 47. Ich klau dir deine Kühe. Nein. Eieiei, ich bin echt gespannt, wie sich unsere Familie jetzt hier so weiterentwickeln wird. Was will sie denn von ihm? Beschwerden anhören. Okay, alles klar. Na dann, beschwert euch mal gegenseitig beim anderen. Jill hat folgendes Merkmal in Erfahrung gebracht. Victor ist ein Computerfreak. Ey Jill, wehe, du flirtest da unten mit ihm, ja? Ich meine ja nur nicht, dass sie anfängt, mit ihm zu flirten. Ey, dann würde die ja alles kaputt machen. Das wäre natürlich nicht so toll. So, Jill, du musst aber auch mal ins Bett, ne? Gott, ich bin so froh. Eigentlich könnten wir den ganzen Babykram auch verkaufen, ne? Aber wer weiß, was da bei Maggie oder Jill noch so passieren wird. Das weiß man ja nicht, aber ich verkaufe es trotzdem, glaube ich, bald. Naja, mal gucken. Hey! Ich habe sogar einen Hundezwerg. Wo kommen die auf einmal her? Ich finde das so cool mit den Zwergen. Ich habe einen Pferdezwerg und einen Hundezwerg und einen Gartenzwerg. Also mache ich ja wohl irgendwas richtig. Also hier diesen Hasenzwerg. Warum kommen die eigentlich? Die hatten, glaube ich, mal irgendwas zu bedeuten, aber fragt mich nicht mehr, was das war. Das habe ich vergessen. Übrigens könnte ich ihm hier auch eine Rundfahrt anbieten. Heuwagenfahrt anbieten. Hier so mit Victor, ne? Das könnten wir eigentlich auch mal machen. Ist bestimmt ganz witzig, wenn wir das machen. Ja, Mensch. Unsere Kinder sind groß geworden. Das ist nicht zu fassen. Und er hat Hunger. Möchtest du Stimmlegende wirklich als Lebenswunsch festlegen? Nee, machen wir erstmal nicht. Hat sie denn auch schon einen Lebenswunsch? Einen Friedhof bei Vollmond besuchen, Schneeengel machen? Was ist das? Ein Objekt kaufen, Schachtisch. Nee, das mache ich auch weg.
Ein Schneeengel machen. Komm, das kann sie doch machen. Ein Schneeengel. Das kriegt sie hin. Schneeengel machen. So. Ja, bei unserer Sarah mache ich mir noch ein paar Sorgen und Gedanken, weil sie ist ja nun mal eine Vampirin. Und dementsprechend mache ich mir da wirklich Gedanken, was eine Vampirin oder wie das Leben mit einer Vampirin auf der Farm werden wird. Das wird nämlich mit Sicherheit ziemlich anstrengend werden. Und dementsprechend mache ich mir da echt Gedanken. Aber okay, wir kriegen das schon hin. So, meine Lieben, ich würde da mal sagen, ich mache an der Stelle mal einen Cut. Wir sehen uns in einem neuen Part wieder. Bis dahin. Tschüssi.